Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und überhaupt nicht aufgesetzten Folge von Stolles Konkan-Protokoll. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir flitzen heute durch diese Aufnahme, weil Yannick hat es richtig, richtig eilig. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich vermute, er hat Kinokarten für Ferdinand der Stier und deswegen müssen wir uns hier beeilen. Will ich gar nicht lange rumreden. Wir haben wieder viele, viele bunte Themen für euch heute. Ich erzähle euch mal ein bisschen, warum teure Quarterbacks overrated sind. Ein bisschen College Football, ein bisschen Deutsch werden wir heute auch wieder und so weiter und so fort. Also, let it begin! Ja, Freunde, ich hab's euch versprochen, es geht halt um Quarterbacks und um die Theorie, dass man ja so einen richtig teuren Quarterback gar nicht braucht. Ja, Stolle ist völlig nüchtern, absolut. Ja, da könnt ihr auch Coach Förster fragen, ich bin absolut nüchtern. Aber, was soll ich euch sagen? Wozu braucht man das? Wozu braucht man so einen Mega-Quarterback? Ja, klar, die werden beschützt wie Babys. Die werden bezahlt, ey, als wären sie Justin Bieber der Sportwelt. Wir wissen, wie viel Strafen es gibt, wenn man den Quarterback auch nur böse anguckt. Und im NFL-Draft verlieren GMs und Coaches komplett den Verstand, wenn sie einen 20-Jährigen sehen, der einen Ball 80 Yard weit werfen kann und sonst nichts kann. Ist absolut irre. Aber diese ganze Blase für mich so von wegen teurer Quarterback entstand 2013 mit Joe Flacco. Danke nochmal, Joe, der irgendwie mal für einen Monat entschieden hat, er spielt wie ein richtig guter Quarterback und dafür dann bezahlt wurde. Unfassbar, die Ravens leiden heute noch darunter. Und damit ging es so los. Natürlich hast du Quarterbacks, wo ich sage, die sollten auch die Topverdiener sein. Ob das nun Rodgers ist oder ein Breeze, völlig in Ordnung. Dann hast du aber auch einen Carr, der noch nie ein Playoff-Spiel gemacht hat und über 20 verdient. Dann hast du einen Stafford, der noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen hat und über 20 verdient. Das ist eine Wahnsinnsblase. Und am Ende des Tages, wisst ihr, was die traurige Wahrheit ist? Noch nie hat ein Quarterback, der in dem 20-Millionen-Club ist, einen Super Bowl gewonnen. Noch fucking nie. Brauchst du also nicht. Ja, also selbst ein Rodgers und ein Breeze und ein Roethlisberger, die ja Super Bowls gewonnen haben, oder ein Wilson, sind in diesem Club erst eingestiegen, nachdem sie das Ding geholt haben. Es wirklich hat noch nie einer geschafft. Wahnsinn. Jetzt sagt ihr natürlich da draußen, ja, was ist denn mit dem Brady? Tatsächlich kassiert Tom Brady dieses Jahr so viel Geld wie Mike Glennon in Chicago. Kein Scherz. Es ist Wahnsinn. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. 2017, von den 12 Playoff-Teams sind nur 5 Quarterbacks dabei, deren Quarterback ein Top-10-Verdiener ist. Was ja nicht alles 20 Millionen sind, aber ne, nur 5. Roethlisberger, Newton, Smith, Breeze und Ryan. Und davon haben lediglich 2 Quarterbacks, nämlich Breeze und Matt Ryan, ein Spiel gewonnen. Und keiner von ihnen ist mehr dabei. Ihr merkt immer noch, Tom Brady ist tatsächlich kein Top-10-Verdiener in diesem Jahr. Ich mache keinen Scherz, könnt ihr überall nachgucken. Das letzte Mal, jetzt kommt es nämlich, dass 2 Top-5 Quarterbacks in Sachen Gehalt im Super Bowl standen, war 2011, da hieß das Duell Tom Brady gegen Eli Manning. Das war das letzte Mal. Und der letzte Sieg war dann entsprechend natürlich auch 2011. Es ist also völliger Quatsch zu glauben, man muss so einen riesen Millionär da haben. Man kann also auch mit Blake Bortles, Case Keenum oder Nick Foles dahin kommen. Natürlich muss man sagen, ja, die Jacksonville Jaguars hatten natürlich gehofft, dass Bortles der Heilsbringer ist. Und die Eagles hatten auch einen ganz anderen Mann da an Bord. Und auch die Vikings hatten mit jemand anders geplant. Ist mir alles klar. Trotzdem ist es einfach richtig geil, wie die gearbeitet haben. Denn wenn dein Quarterback günstiger ist, dann hast du ja viel mehr Geld, was du auf anderen Positionen ausgeben kannst, weswegen diese Teams da sind, wo sie sind. Weil sie eben das Geld anderswo verschiffen können. Jetzt stellt euch mal vor, die Vikings, so breit wie die aufgestellt sind, so gut wie die aufgestellt sind, die hätten noch die 18 Mille, die sie dem Bradford in den Hals schieben. Wie gut die dann wären. Völlig krass. Ich muss da hier mal ein bisschen auf meinen Zettel raufgucken, ja, aber das sind zu viele Zahlen, die kann ich gar nicht aus dem Kopf. Jacksonville gibt das zweitmeiste Geld aller Teams für Defense aus, 87 Mille, hat die teuerste D-Line der NFL, wundert eigentlich. Auch eine Top 10 in Sachen Gehalt für die DBs und die teuersten Running Backs haben sie tatsächlich auch. Aber die Quarterbacks nur Nummer 24 in der NFL. Philly gibt das 16. meiste Geld für die Defense aus und die 9. teuerste Offense. Aber Quarterback nur Nummer 26 in der NFL. Klar, man lebt auch davon, dass Carson Wentz noch seinen Rookie-Deal hat. Dafür sind die Running Backs Nummer 12 der Liga in Sachen Gehalt. Receiver tatsächlich Nummer 10.
O-Line Nummer 6 und D-Line Nummer 5. Aber nur wenn man einen Quarterback noch so günstig hat, kann man halt einen Fletcher Cox bezahlen mit 100 Mille oder einen Alshon Jeffrey, kann man ordentlich Kohle in den Hals schieben. Nur deswegen geht sowas. Minnesota hat die Nummer 15 Defense. Obwohl sie so vielen Jungs in der Offseason noch so fette Verträge gegeben haben, sind sie nur die 15 teuerste Defense. Und die Offense ist sogar nur Nummer 23 in der NFL in Sachen Gehalt. Geben tatsächlich das siebtmeiste Geld für Quarterbacks aus. Aber das hat halt mit den beiden anderen zu tun, die überhaupt nicht spielen. Case Keenum kassiert tatsächlich nur 2 Mille. Für ihre Receiver geben sie aber auch noch Thielen und Dix kosten zusammen 5,2 Millionen. Das ist ein Witz, das ist ein Witz, das ist Wahnsinn. Die O-Line, die dieses Jahr so unfassbar stark ist, der Vikings, ist die drittgünstigste in der NFL. Leute, unfassbar. Und bei den Patriots, ja, die sind auch, Offense ist die 11-teuerste, Defense 18-teuerste, Quarterbacks Nummer 20 in der NFL. Nummer 20 in der NFL. Die geben tatsächlich ihre meiste Kohle aus für Defensive Backs. Nummer 2 in der NFL und für Tight Ends Nummer 4 in der NFL. Da kostet die D-Line zum Beispiel ist nur Nummer 29 in Sachen Gehalt. Also ihr seht, da wird das Geld ganz anders verteilt und man kann auch mit soliden Spielern richtig viel erreichen. New England sind ja ohnehin die Könige des Salary Caps, das wissen wir längst. Und heutzutage ist es so unfassbar wichtig, dass man das Salary Cap im Griff hat, versteht, wo muss man wie welche Lücke stopfen, damit man auch langfristig Erfolg haben kann. Ja, und vielleicht sind die Patriots für die drei anderen, die wir da jetzt dieses Jahr sehen, ein gutes Beispiel, um zu sagen, hey, so kann man es machen. Man braucht nicht den teuersten Quarterback, um ins Finale zu kommen. Ja, was lernen wir daraus? Stolle mag zwar in seinem Mathe-Abi nur eine 5 gehabt haben, aber ein bisschen 1x1 kriegt er doch noch hin. Und vielleicht sollte ich ja doch der neue GM der Carolina Panthers werden. Oder der neue Besitzer, könnte ja auch sein. Wir brauchen gar nicht so viel Geld für einen Quarterback ausgeben. Es ist ja Quatsch, es ist ja völlig überbewertet. Also 2 Mille für einen Case Keenum und trotzdem Conference Game. Alle machen alles richtig. Also ihr seht, es ist keine Quarterback League. Oh, Wurst der Woche. Zeit für die Wurst der Woche. Steeler Nation, ihr werdet euch freuen, denn es ist euer Offensive Coordinator Todd Haley. Also noch ist er euer Offensive Coordinator, wer weiß wie lange noch. 545 Yards haben die Steelers aufs Board gezaubert. Echt, echt viel, aber verloren. Es gab noch nie ein Team, das so viele Yards erzielt hat im Playoff-Spiel und verloren hat. Historische Niederlage für die Steelers. Ja, wenn man so viel Yards hat, warum ist der OC schuld? Ja, machen wir uns nichts vor. Ganz Anfang des Spiels gab es 2 vierte Versuche mit 1 Yards. Ey, da muss man einfach nur den dicken Big Ben einfach nach vorne fallen lassen, der ist ja 17 Meter lang. Dann hätte man das First Down, stattdessen wird er da wieder ein bisschen Zauber, Zauber, Zauber. Big Ben, 18 von 19 Sneaks hat er bisher verwandelt in seiner Karriere. Also warum macht man es nicht einfach? Egal. Und dann kurz vor Ende des Spiels stehst du plötzlich innerhalb der 10 Yards, dann gibt es eine Strafe. Ja, du hast noch über 30 Sekunden und machst was? Du wirfst einen Screen, der dann in Bounds gestoppt wird? Da musst du ja jeden Ball in die Endzone werfen. Du liegst 10 Punkte hinten. Also das war der dümmste Call, den Todd Haley wahrscheinlich von vielen, vielen, vielen dummen Calls, die er gemacht hat, siehst du? Und womöglich war es das dann für ihn, denn wir wissen ja alle, dass er mit Big Ben auch so gar nicht kann. Ja, da steht die Scheidung kurz bevor. Für mich die Wurst der Woche und tschüss Todd! Ja, so ein richtiger Hollywood-Regiesessel, der passt natürlich. Wozu? Klar, Shane Falco, Keanu Reeves lässt grüßen. Und Shane Falco hat sich entschieden, diese Woche wird es nicht Thomas Morstead, der Panther der Saints, hätte es natürlich verdient. Ey, mit gebrochenen Rippen spielen, es ist ein harter Hund. Also Stolle könnte mit gebrochenen Rippen wahrscheinlich nicht diese Show moderieren hier. Ich glaube nicht, oder Yannick? Das traust du mir nicht zu. Trink nicht so viel während der Sendung. Ja. Sonst ertragen nicht. Ja. Also, Shane Falco Memorial Award der Woche geht an Marquise Flowers, Linebacker der New England Patriots. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer, dann sage ich ja. Genau, wer? Ja, Marquise Flowers kam tatsächlich nach 3 Jahren, die er irgendwo in Cincinnati im Hinterhof oder im Keller oder beim Putzen im Haus von Marvin Lewis verbracht hat, kam er im Sommer nach New England für einen 7. Runden Draftpick. Die haben den wirklich getradet. War dann da die erste Halbzeit der Saison eigentlich ein Special-Teamer. Ich glaube, knapp über 30 Snaps gemacht. Und seitdem
aber kontinuierlich mehr Einsatzzeit. Und jetzt am Wochenende gegen die Titans einen fetten Sack gehabt. Einen von 8 Sacks des Teams. Und warum diesen Award? War ja nur ein Sack. Ja, weil er hat tatsächlich in den letzten 3 Spielen 4,5 Sacks gehabt. Also der Junge ist quasi die Antwort der Patriots auf alle, die sagen, die haben keinen Pass Rush. Noch viel mehr ist James Harrison offensichtlich. Insofern mein Award für den Held der Arbeit, Marquise Flowers, für diese Woche. Sehr pathetisch. Ja. Wir laufen und wir haben tatsächlich eine neue Crowdwatch am Start. Ich freue mich. Ja, musstet ihr lange drauf warten, aber leider gab es ja nicht so viel Spannendes, Brandheißes zu berichten, aber jetzt haben wir ein bisschen was. Wir freuen uns, dass die Zoscher-Brüder beide in Deutschland sind, Mark und Eric. Zusammen verbringen sie quasi Urlaub bei der Familie und ich kann euch verraten, dass wir ganz scharf dran sind, dass wir mindestens eine der beiden, hoffentlich beide, in eine der nächsten Footballerei-Shows bekommen. Kasim Idebali, tja, da wurden wir am Montag in der Sendung schon gefragt, was wird aus dem Jungen. Ich persönlich gehe fest davon aus, dass er eine weitere Chance in der NFL bekommt, warum auch nicht. Es war halt ein solchen Jahr für ihn, aber hey, das gab es für andere auch. Der Junge ist ja immer noch frisch und hat auch bewiesen, dass er es kann. Ob es jetzt bei den Saints wird, ich gehe davon aus, dass die ihm ein Angebot machen werden, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Teams, wo er sagt, da passe ich eher hin. Vielleicht kriegen wir da auch eine Chance, mit ihm drüber zu reden, wird er sicherlich irgendwann in der Offseason mal in Hamburg vorbeischauen. Also Kasim, falls du das sehen solltest, ne, ruf doch einfach an. Komm einfach rum. Und zu guter Letzt Moritz Böhringer. Ja, den Mobo, den gibt's noch. Und alle Welt fragt sich seit Wochen, was macht er denn? Der Mobo hat tatsächlich uns, beziehungsweise mir, erzählt, er ist gerade in Florida und trainiert dort fleißig mit Aiden Dirty, auch Freund von mir, Freund unserer Sendung, der ja diese ganzen internationalen Kids dort in Florida coacht, wo Mobo ja auch quasi entdeckt wurde von den NFL Scouts. Und da hält er sich fit. Und da drücken wir natürlich auch die Daumen, dass er da richtig Vollgas gibt, um einen weiteren Anlauf in der NFL zu starten. Also, habt da ein bisschen heißes Futter hier. Yola hitti! Back to School, hab euch versprochen, gibt es auch, wenn es kein College Football gibt, denn es gibt ja immer interessante, spannende Sachen, über die wir reden können. Insofern fangen wir mal so eine kleine Serie vielleicht an und schauen einfach schon auf die nächste Saison. Machen eine early Prediction. 10 Teams, wo ich sage, die werden nächstes Jahr ganz, ganz groß sein. Ich nenne euch aber jetzt hier in der Sendung nur 5, ne? Die anderen 5, die findet ihr dann auf der Homepage, weil sonst dreht Yannick hier durch. Wie gesagt, der hat's ja eilig. Für mich das 5 stärkste Team, Penn State. Ja, Saquon Barkley ist weg, aber sein Backup hat zuletzt schon gezeigt, dass er jetzt auch nicht so schlecht ist. Und der große Star im Team ist immer noch Trace McSorley, der Quarterback. Gilt als potenzieller Heisman Trophy Winner nächstes Jahr. Insofern glaube ich, die werden richtig rocken und können tatsächlich dann auch in der Big Ten vielleicht 2018 endlich mal den großen Wurf wieder landen. Auf 4 auch Big Ten, Wisconsin. Letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, extrem überrascht. Aber tatsächlich kommen 10 von 11 Offensivstartern zurück. Defense muss ein paar Jungs Abgänge verkraften, aber hey, die mussten so viele Verletzungen in den letzten Monaten verkraften, haben sie auch geschafft. Also spricht nichts dagegen, dass die Badgers auch 2018 richtig rocken werden. An 3 Clemson muss man natürlich mit rechnen. Kelly Bryant, der Quarterback, war jetzt sicherlich kein Deshaun Watson, aber er hat ja jetzt ein Jahr gespielt. Insofern gehe ich davon aus, dass er 2018 nochmal eine Schippe drauflegen wird. Und die Defense, ja, das ganze Jahr rede ich darüber, wie geil diese Defense ist und dass alle D-Liner quasi First-Round-Picks sein könnten. Und was machen sie? Alle bleiben noch ein Jahr länger im College, völlig überraschend. Insofern, diese D-Line wird auch 2018 die dominanteste im College-Football sein. Ja, und den Rest, die paar Lücken, die vielleicht doch entstehen durch den Draft, die wird Dabo Swinney schon flicken. Auf 2 habe ich mich entschieden für Auburn. Die Tigers haben ja Georgia und Alabama geschlagen, als beide jeweils die Nummer 1 im Land waren, sind dann am Ende dem Ganzen zum Opfer gefallen und mussten zugucken, wie die beiden untereinander die National Championship ausgemacht haben. Ich glaube, das alleine gibt schon Feuer genug.
dass Marsan, der Head Coach, wieder oder zurückkommt, bleibt, ist wichtig fürs Team, zeigt aber auch, wie viel Talent da ist. 4 von 5 O-Linern sind weg, die Running Backs sind weg, aber ich sage, die Defense ist richtig gut aufgestellt und Jared Stidham, der Quarterback, bleibt und wird in seinem zweiten Jahr in Auburn, glaube ich, einen richtig großen Schritt machen. Deswegen sage ich, die werden ganz weit vorne sein und ganz, ganz vorne ist natürlich, klar, ihr werdet es schon erraten, natürlich, Alabama, kommt man nicht dran vorbei, Nick Saban, ey, egal wie viele Spieler in die NFL gehen und gehen werden, dieses Team ist voll mit potenziellen Superstars, also ist völlig egal, dass da einige abgehen, Harris bleibt, der Running Back, Jalen Hurts ist der Quarterback, 25-2 in seinen 27 Starts. Und selbst wenn er verkackt, dann haben sie ja ihren, oh, wie hieß er nochmal? Tao Tagovailoa. Der ist ja noch da und insofern, ich glaube, das ist weiterhin das talentierteste, beste Team im College Football, deswegen muss es nicht Nummer 1 sein. Und wenn ihr wissen wollt, wenn ich so als 6 bis 10 sehe, ne, geht mal www.footballerei.de. Ja, Freunde, die letzte Runde der Show wird eingeläutet. Ding, ling, 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 ling. Eure Fragen, meine, ja, mein gefährliches Halbwissen. Mein Ende. Ja. Janik, hau rein. Wen haben wir denn da? Den Nils Gensler. Sag mal, Stolle, hat Case Keenum überhaupt bei einem anderen Team eine Chance? Er hat ja das erste Mal in der NFL eine gute Saison gespielt und selbst wenn die Vikings den Super Bowl gewinnen, wird sich doch kein Team auf einen Joe Flacco 2.0 einlassen, oder? Oder, ja, vorhin hatte ich schon mal kurz angesprochen, als es darum ging, dass es keine Quarterback League ist. Er kostet dies ja tatsächlich nur 2 Mille, ist natürlich ein Witz für eine Saison. Ich glaube, über 67% Completion Percentage, 22 Touchdowns, 7 Interceptions, fast ein 100er Rating. Eine krasse Saison. Hilft sicherlich, dass du eine O-Line hast, die dir den Arsch frei hält und auch 2 richtig fette Receiver. Das hilft natürlich. Besonders hilft es dir aber, dass du einen Pat Shurmur als Offensive Coordinator hast, der einen Wahnsinnsjob macht, was Keenum angeht. Er aber auch schon letztes Jahr einen fetten Job gemacht hat mit Sam Bradford, den ja eigentlich alle auch schon abgeschrieben hatten. Also hängt natürlich viel auch an Pat Shurmur, aber nichtsdestotrotz, der Markt gibt's her. Es gibt so viele Teams, die einen Quarterback brauchen, jedes Jahr wieder. Wir wissen, dass mehr als eine Handvoll ist, die im Draft zu lang müssen, weil sie sagen, wir brauchen wirklich jemanden, der langfristig unser Starter ist, beziehungsweise die Giants, die Steelers und wie sie alle heißen, deren Quarterback so ungefähr so alt ist wie ich. Und insofern muss da dringend nachgelegt werden. Aber trotzdem wird es genug Teams geben, 6-7 Teams, die auf jeden Fall mal schauen werden, was ist auf dem Markt verfügbar. Und dann wird Case Keenum entsprechend genannt und entsprechend abrocken und auch abkassieren. Denn, was Joe Flacco ist ein ganz guter Vergleich, Flacco hat ja, wie gesagt, diesen einen Monat gehabt, diese Playoffs, in denen er einfach richtig, keine Ahnung, was er geraucht hat, aber da ging es richtig ab für ihn. Und daran knabbern die Ravens heute noch. Denn ansonsten waren die Zahlen weder vor diesen Playoffs noch danach so mega überragend. Keenum spielt nun mal schon die ganze Saison so, wie er spielt. Das spricht, glaube ich, für ihn. Er hat natürlich einen limitierten Arm, das ist keine Granate. Und wenn man ihn ordentlich unter Druck setzt, dann macht er halt Fehler, die Spitzen-Quarterbacks nicht machen. Und er ist auch keine 1,95 Meter groß. Aber er beweist dieses Jahr, dass er in dem vielleicht auch richtigen System definitiv ein richtiger Mann ist. Und insofern, denke ich, wird er irgendwo 3-4 Jahre unterschreiben und sicherlich im Jahr seine 16 bis 18 Mille kriegen. Völlig normales Gehalt für einen Quarterback, würde er auf jeden Fall kriegen. Vielleicht bleibt er auch, ich tippe, er bleibt in Minnesota. Lassen wir uns überraschen. Benjolan 1802, 1802, sag mal Stolle, wäre es eigentlich theoretisch möglich, von der Highschool kommen, sich direkt für den Draft anzumelden? Und wenn ja, welche Spieler haben das bereits gemacht? Aus der NBA gibt es ja zum Beispiel LeBron James und Kobe Bryant. Ja, das geht nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt einfach, sorry liebe Basketballer, aber ey, wenn ich 2,18 Meter groß bin und das Scheißding da oben reinstopfen kann, ja, dann kann ich auch mit 18 direkt in die NBA, drauf geschissen. Aber von Highschool in die NFL, das funktioniert einfach nicht. Dafür ist das Spiel viel zu komplex und zu kompliziert, was dann in der NFL gespielt wird. Und guck dir die mal an. Also wie viele kommen irgendwie als so ein Hemd ans College und dann guck dir JJ Watt an. J.J. Watt kam irgendwie als undersized tight end ans College und geht als der krasseste Defensive End in die NFL. Also der hat da einfach nochmal richtig viel Kartoffelbrei gegessen über ein paar Jahre. Vielleicht auch ein bisschen trainiert. Es funktioniert einfach nicht. Es ist tatsächlich die Regel, deine Highschool muss 3 Jahre weg sein.
dann kannst du in die NFL. Ob du jetzt 3 Jahre im College gespielt hast, manche spielen auch nur 2 Jahre. Aber Highschool muss 3 Jahre hinter dir liegen. Es gab auch welche, die es angefochten haben. Der bekannteste Fall ist Maurice Claret, Running Back Ohio State. Das funktionierte mal so gar nicht. Maurice Claret, ganz traurige Geschichte. Hat bestimmt Kutsche schon mal im Boulevard drüber geschrieben. Wenn nicht, Kutsche, wenn du zusiehst, schreib mal über Maurice Claret. Traurige Geschichte, der junge Mann. Ja, also es geht nicht und es würde auch keinen Sinn machen. Ey, die würden alle zerstört werden. Bam. Mali Mike Hauke möchte wissen, sag mal Stolle, was unterscheidet ein College Head Coach von einem NFL Head Coach? Wo liegt der Unterschied in der Arbeit oder ist das generell dasselbe? Ich glaube nicht. Glaubst du nicht, siehst du? Also erstmal, das Allerwichtigste, der größte Unterschied, College Head Coaches sind viel coolere Säue. Guck dich die mal an. Die haben meistens die cooleren Klamotten und die sind halt mit 18-Jährigen unterwegs. Die haben auch Swag. Während NFL Head Coaches einfach alte Knacker sind meistens. Gibt Ausnahmen, ich weiß. Ja, es gibt ja viele College-Typen, die es an der NFL probiert haben und kläglich gescheitert sind. Ob das selbst Nick Saban, Chip Kelly ist das jüngste Beispiel, Steve Spurrier, gibt viele. Der bekannteste, bei dem es funktioniert, das war Jimmy Johnson, der National Champion mit Miami, ich glaube 87 und dann 92, 93 Super Bowl mit den Cowboys. War aber auch noch eine Zeit, da konnte man einfach noch Kohle rausschmeißen, wie man wollte für Spieler. Das geht heute auch nicht mehr. Für mich gibt es ein paar ganz große Unterschiede. Das eine ist Profi gegen Amateur. Wenn du im College, da arbeitest du mit Kids, da arbeitest du mit Leuten, die Profi werden wollen. Die hören sogar noch auf dich, was du ihnen beibringst. An der NFL, da sind Profis. Die sagen, Digga, was willst du denn von mir? Hier, guck meinen Check an, den ich jede Woche kassiere. Ist mir scheißegal, was du von mir willst. Die haben zu viel Geld und zu viel Freizeit. Da hast du also definitiv mehr Trouble mit irgendwelchen Vögeln. Ey, jede Woche liest du irgendwas in der Zeitung. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Vertrag auf der einen Seite, Stipendium auf der anderen Seite. Mit dem Stipendium bist du viel leichter kontrollierbar als Spieler. Also der Coach hat viel mehr Einfluss auf dich, weil er genau weiß, okay, da wird der Typ pennen. Ich weiß genau, wo der pennt. Ich weiß genau, wo der seine ganze Zeit verbringt. Und die Uni sagt auch noch, ich weiß genau, wo der studiert. In der NFL, wieder Thema. Zu viel Geld, zu viel Zeit. Auch die Definition von Erfolg ist anders. In der NFL 32 Teams. Machen wir uns nichts vor, wenn du nicht die Divisional Round erreicht, ist es eine Enttäuschung. Also die erste Playoff-Runde, klar freuen sich die Freunde in Buffalo, dass sie nach 17 Jahren mal wieder dabei waren, aber am Ende des Tages verlierst du da, ist es auch wertlos. Gibt natürlich auch Teams wie die Steelers, die sagen, hey, die Saison war auch wertlos, trotz Divisional Round. Aber insgesamt sage ich, 8 von 32 freuen sich über die Saison. Das sind 25% ungefähr. Am College ist ja eigentlich eine Bowl-Teilnahme schon ein Erfolg. Das ist meistens mit 6 Siegen von 12 Spielen verbunden, manchmal sogar nur 5. Und es gibt 37 Bowls und dann noch die 4 Teams für die Playoffs. Das sind 78 Teams von knapp 125, irgendwo bei 60%. Also ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Natürlich gibt es dann auch Unis, wo eben ein 6-6 absolut nicht reicht und wo der Anspruch jedes Mal Conference Championship und Playoffs und tralala ist. Die gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, insgesamt hat's die NFL da ein bisschen schwieriger. Ja, der Coaching-Job an sich ist total anders. Also in der NFL bist du viel mehr Coach, du bist natürlich Leader, du bist natürlich einfach so eine Art Geschäftsführer. Du bist vielleicht nicht mehr der Coach unbedingt an der Sideline, einige mehr, andere weniger, aber du konzentrierst dich nur auf das Team und hast eigentlich nur mit dem GM zu tun und den Medien. Im College musst du der Uni gehorchen und auch der Uni im Endeffekt der Rapport ablegen. Du hast die Medien, du hast mit den Kids zu tun, du hast mit Boostern zu tun, die wissen wollen, wo ihre Kohle hingeht und warum die Jungs nicht so spielen, wie sie spielen sollen und das System das ist, was du spielst. Du hast mit Alumni, also Ehemaligen grundsätzlich zu tun, du musst überall hin, du bist Fundraiser, du bist Cheerleader, du musst wirklich bei jedem scheiß Event dabei sein und dein Fähnchen in den Wind halten, damit dich alle lieb haben. Also ich glaube, das ist einfach ein knallharter Job und ganz nebenbei musst du ja auch noch recruiten. Das bringt mich dann zum letzten Punkt. Im College musst du recruiten, in der NFL ist es der Draft bzw. Free Agency. Ist gefühlt einfacher. Du weißt genau, wir haben 7 Draft Picks und zwar an der und der Stelle und dann müssen wir gucken, was ist da, was brauchen wir und was ist da. Und Free Agency ist dasselbe. Wie viel Kohle haben wir da hier noch? Also was können wir ausgeben? Und dann kümmert sich im Idealfall sogar noch der GM drum und du hast gar nicht so viel mit zu tun. Während am College Recruiting ist ein Year-Round-Job. Du hast mehrere Coaches, keine Ahnung, 10, 20 Leute, die durchs ganze Land reisen können, die
hunderttausende Kids abchecken können und Tape watchen müssen. Also ich glaube, dass der Job als College Coach insgesamt viel breiteres Spektrum abdeckt. Also da ist weniger das klassische Coaching. Ich glaube, das ist in der NFL als Head Coach immer noch mehr der Fall als am College. Ja, aber was einfacher ist oder besser ist, ich weiß es nicht. Also, das müsst ihr dann einen Coach fragen. So, Mann, das war jetzt wieder eine lange Antwort, war ja nicht? Junge. Mademann, 1989, möchte ich wissen, sag mal, Stolle, kannst du erklären, was Alabama Crimson Tide übersetzt bedeutet? Purpurne Flut und wie ist der Name zustande gekommen? Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich keine Ahnung hatte. Bei 5 Milliarden College-Teams muss man dann auch manchmal ein bisschen fühlen. Das finde ich aber eine spannende Geschichte. Also Bamas Football-Team gibt es seit 1892 und in den ersten Jahren gab es auch keinen Spitznamen. Wenn, dann hießen sie Crimson White, weil das sind die Teamfarben. Crimson ist dieser Rotton und White ist klar. Ne? Das erste Mal, dass man von Tide berichtet hat, war 1907. Da gab es einen Journalist, der irgendwas schrieb von wem, they came in a tidal wave, bla. Das war, glaube ich, gegen Auburn ein 6-6 grandioses Spiel wahrscheinlich damals. Und nach der Saison wurde tatsächlich Crimson Tide übernommen. Das war dann quasi der Spitzname seit 1907. Also 1930 tauchte das erste Mal das Wort Elefant auf, auch in einem Medienartikel. Da schossen sich dann die Journalisten damals so drauf ein, weil die D&O-Line Alabama so dominant war auf dem Weg zur Meisterschaft, dass sie von den Red Elephants sprachen. Dann gab es wirklich in den 40er Jahren, hatte Alabama tatsächlich einen Elefanten vor jedem Heimspiel im Stadion. In den 50ern war es zu teuer, da haben sie nur noch bei den Homecoming Games einen Elefanten gemietet. In den 60ern war es viel zu teuer, da haben sie dann wohl irgendwelche Fans in irgendein Elefantenkostüm gestopft. Und Bear Bryant, der legendäre Über-Über-Über-Coach von Alabama, fand aber Elefant scheiße als so Vergleich für sein Team. Er fand, Spieler sind keine Elefanten, weil die sind so ein bisschen klobig. Aber die Fans haben da so lange mit diesem Thema immer wieder rumgerödelt, dass sie tatsächlich Ende der 70er gesagt hat, gut, dann packt doch diesen scheiß Elefanten ins Logo. Und so kam das. Also der Name seit 1907 und der Elefant seit Ende der 70er. Ha, wieder was gelernt. Professor Pixel, sag mal Stolle, gibt es noch andere College-Spieler oder Talente wie Lamar Jackson, von denen du sagen würdest, dass sie in der NFL eine andere Position als im College spielen werden oder sollten? Ja, gibt's natürlich. Bei Lamar Jackson muss man sehen, ob er es denn soll oder wird. Wie gesagt, ich bin mir sicher, ein paar Teams werden sagen, Digga, du musst Wide Receiver spielen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er so ein bisschen einen auf Terrell Pryor macht und sagt, nee, ich mach Quarterback und dann vielleicht später wechseln wird. Apropos Pryor, gutes Beispiel, genauso wie Braxton Miller, die ja auch College Quarterbacks waren und dann NFL Receiver, und genau dasselbe wird meiner Meinung nach den aktuellen Quarterback von Ohio State erwarten, JT Barrett. Zwar ordentliche Zahlen gehabt am College, überhaupt keine Frage, Monsterathlet, ein wahnsinniger Läufer, ich glaube über 3000 Rushing Yards und über 40 Touchdowns und ach, x Rekorde und Titel gewonnen, aber für mich ganz klares Beispiel von jemandem, der dann am Ende als Wide Receiver enden wird. Gibt noch einen anderen Quarterback, Quinton Flowers, South Florida, ist jetzt so mit 1,81 kein Riese, auch relativ ähnliche Zahlen wie JT Barrett, aber natürlich eine etwas leichtere Konkurrenz gehabt, Completion Percentage unter 60%, so ein klarer Running Quarterback. Der Typ ist meiner Meinung nach aber wirklich eher so ein Running Back, so ein Change of Pace Back. Vielleicht erinnern sich einige, vor ein paar Jahren kam aus Michigan Denard Robinson. Der konnte auch die Pille einfach nicht werfen, aber laufen konnte er wie ein Bekloppter. So in der Art sehe ich Clinton Flowers, dass der dann auch irgendwo landet als dritter Running Back, der dann mal für ein paar geile Plays verantwortlich sein wird. Und dann habe ich noch Arden Key, Defensive End LSU, ist einer der besten Edge-Rusher am College, hat ein paar Verletzungsprobleme immer wieder gehabt die letzten zwei Jahre, aber der ist von seinem Gewicht her irgendwie so 235 Pfund um und bei, viel zu leicht für einen Defensive End, also wird der dann wohl ganz klar ein Outside-Linebacker sein müssen. Und als letzten habe ich noch Quadri Henderson, Wide Receiver Pittsburgh. Der ist halt nur 5'10 und irgendwie 180, 190 Pfund. Der hat für Pittsburgh
offiziell ist er Wide Receiver, hat aber auch ein bisschen Running Back gespielt, hat Kick Returner gespielt, hat alles gespielt, wahrscheinlich auch Wasserträger. Und deswegen sage ich, der wird in der NFL dann eher so ein Running Back-Typ sein. Eher so das, was vielleicht Ty Montgomery bei den Packers war eine Zeit lang. So könnte ich den sehen. Aber es gibt sicherlich auch noch ein paar andere, bei denen es so kommen wird. Lassen wir uns überraschen. Lukas Kohlhauer möchte wissen, sag mal Stolle, zwei Fragen. Wer sind deine Top 3 underrated Head Coaches in der NFL, die Shane Falco Head Coaches? Und welche Positions würdest du am liebsten in einem NFL-Team bekleiden? Spieler, Owner, General Manager, Coach oder Maskottchen? Ich finde, Maskottchen ist klar. Ja, 3 underrated Head Coaches. Ich habe echt wirklich lange überlegt. Janik, kannst du bestätigen? Fällt mir total schwer, 3 zu nennen. Es liegt einfach an der Tatsache, dass viel zu viele Coaches, entweder der noch nie mal einen Job besetzt ist, teilweise bei einigen Teams, oder einfach noch gar nicht lang. Was ist denn underrated? Also ich finde, als Headcoach muss man schon irgendwie mindestens 5 Jahre am Start sein, damit man überhaupt in diese Rubrik reinkommt. Dann gibt es immer dieselben, über die man redet. Ich würde jetzt mal, mir fallen einfach so ad hoc 2 ein, wo ich sage, die sind underrated. Das ist zum einen Ron Rivera in Carolina. Der kriegt, glaube ich, nicht so viel Liebe, wie er verdient für den Job, den er da macht. Auch dieses Jahr wieder mit den Panthers. Zum Glück jetzt einen neuen Vertrag bekommen. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Head Coach. Zum anderen ist es Mr. Harbaugh in Baltimore. Gerade diese Saison, die Menge der Verletzungen, die Ravens hatten und das schon im Frühjahr, im Sommer, immer die ganze Zeit über und den Job, den sie gemacht haben. Also da Chapeau für den Job. Echt bitter, dass sie die Playoffs verpasst haben. Ist für mich ein mega geiler Coach. Und wie gesagt, ihr wisst ja alle, wer der Quarterback ist. Also der kriegt definitiv nicht den Respekt, den er verdient. Ein dritter fällt mir da nicht so ein, wie ich sage, der ist so lange schon dabei und den mag irgendwie keiner oder über den redet man nicht, weil man sonst immer über dieselben redet, machen wir uns nichts vor. Zweite Frage, welche Position würde ich in einem Team am liebsten bekleiden? Also, wenn ich noch so jung und hübsch wäre wie Yannick, dann würde ich natürlich sagen Cheerleader-Coordinator, völlig klar. Maskottchen habe ich einmal in meinem Leben gemacht, tatsächlich. Als ich noch NFL Europe Hamburg Sea Devils war, da musste ich damals, als ich geheiratet habe, hat mich meine Office-Crew ins Maskottchen-Kostüm gesteckt und ich musste Eis kaufen gehen. Als Maskottchen bin ich tatsächlich zu klein. Die sind meistens relativ groß gebaut und ich habe kaum was gesehen vom Eis kaufen. Schon gar nicht, dass klein geht. Insofern, ich glaube, Owner ist so ein langweiliger Job. GM würde mich wahrscheinlich, GM oder Scouting. Scouting finde ich geil, da hätte ich Bock drauf. Wobei, vielleicht noch viel mehr dann als Recruiter im College. Wirklich Kids davon überzeugen, komm an meine Uni, ne, hier gibt's die schönsten Stripläden und das leckerste Steak und studieren kannst du auch. Da hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Ja. Gut. Mannequin Challenge. So 2016. War 2016 richtig cool, glaube ich. Ja, war schön mit euch. Schön, dass ihr wieder dran wart. Schön, dass ihr viele Fragen bescheuert oder nicht bescheuert gestellt habt. Macht weiter so. Es war wieder lustig, wenn Janik die vorliest, wissen wir alle. Ist herrlich. Und in diesem Sinne noch eine schöne Woche. Viel Spaß mit den Conference Championships. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!